Hallo, ich bin's, euer Martin von Vigor. Es gibt Neuigkeiten, wir haben einen Rauchgastester im Programm. Deshalb haben wir uns heute hier bei mir in der Werkstatt getroffen und ich zeige euch, was man mit so einem Ding alles anstellen kann. Der ein oder andere hat damit vielleicht auch schon mal gearbeitet. Ihr dürft weiterklicken, den anderen erkläre ich es gern. Am Ende des Tages produziert diese kleine Kiste Rauch, welcher dann hier ausströmt. Wenn wir Rauch in der Werkstatt haben, ist es meistens schon zu spät. In diesem Fall geht es da erst richtig los. Und zwar ist das ein Superhelfer bei Diagnosen, immer dann, wenn es um Undichtigkeiten geht. Wir strömen also Rauch ein und an der Leckage tritt das Ganze aus und wir sehen es sofort. Das ist hilfreich an Ansaugbrücken, wenn irgendwelche Unterdrucksteuerungen nicht stimmen, bis hin zum Innenraum. Wo tritt das Wasser ein? Wo können wir das finden? Wie das Ganze am Auto aussieht, zeige ich euch jetzt. Wir haben das Ganze gerade ausgepackt. Ich habe es mir schon ein bisschen angeguckt. Batterieklemmen habe ich gefunden, Rauchschlauch habe ich gefunden, Öl habe ich eingefüllt. Und jetzt ist der Tag gekommen, an dem ich einmal meine Ansaugbrücke an dem Golf abdrücken kann, ob die irgendwo undicht ist. Ich habe mich wirklich schon wund gesucht und ich bin sehr gespannt, ob das Gerät mir da Licht ins Dunkle bringt. Komm mit. Wir können das Ganze mit dem Haken in die Haube hängen. Das habe ich ausprobiert. Das hält wunderbar an dieser Stelle. Tuck machen, bist du selber schuld. Wir haben hier einmal eine schwarze Klemme und eine rote Klemme. Das Ganze ist selbsterklärend. Rot natürlich an Plus, schwarz natürlich an die Masse. In dem Moment geht hier vorne auch ein grünes Licht an. Wir wissen also, dass wir Power haben, denn da steht es auch. Und an der Seite haben wir einen Anschalter. Es war angeschaltet. Naja, üblicherweise ist es aus. Jetzt ist es halt an. Wenn wir nun hier auf den Knopf Rauch drücken, kommt ein Geräusch. Das ist der interne Kompressor. Interner Kompressor, wir brauchen also keine Druckluft von außen. Die 12 Volt reichen, Öl ist drin. Und hier sehen wir es auch schon, aus unserem Rauchschnöffeck kommt Rauch. Tada! Was können wir mit so einem Rauch eigentlich machen? Immer dann, wenn es raucht, ist es eigentlich schon zu spät. Hier geht es erst richtig los, wenn es raucht, denn damit können wir Undichtigkeiten suchen. Tatsächlich in dem Fall bin ich auf der Suche nach einer Undichtigkeit in der Ansaugbrücke. Immer wieder schwankt die Leerlaufdrehzahl, gerade wenn das Auto kalt ist. Ich habe mich schon wund gesucht und so richtig gefunden habe ich nichts. Den einen oder anderen Sensor habe ich ausgetauscht. Ehrlich gesagt geht es mir jetzt zu sehr ans Geld und ich bin auch ziemlich genervt. Ich will jetzt wissen, was hier Phase ist. Das Ding hilft mir dabei. Und noch was. Und zwar, Achtung, ist im Lieferumfang enthalten, sieht ein bisschen komisch aus, ist es auch. Man kann es hier aufpumpen, wenn es zu ist. Dann wird es schön dick und hierdurch hat es einen Durchgang. Sieht komisch aus, ist super praktisch, zeige ich euch direkt. Wir haben hier die Ansaugbrücke schon mal abgemacht. Das Ganze ist eine KEG-Tronik, wissen wir ja, hier vorne ist die Stauscheibe drin. Das heißt, alles, was hier hinterkommt, ist unter Druck belastet und somit auch für Undichtigkeiten sehr anfällig, denn immer dann schwankt tatsächlich die Drehzahl und die Lambda-Werte sind versaut. Habe ich hier reingesteckt, aufgepumpt. Ich kann jetzt hier durch mit dem mitgelieferten Adapter, ist alles dabei, ich habe nichts aus der Werkstatt genommen, das Ganze hier anstecken und das Gerät einschalten. Jetzt wird es spannend, aber ihr seid hier da, ich bin nicht allein, Gott sei Dank. Volume hoch. Dann schauen wir mal. Na, da kommt schon die erste Undichtigkeit. Wo haben wir es? Hier kommt es aus der Schelle raus. Okay, hier können wir gleich mal nachziehen. Einer der Schläuche. Ach herrje, hier wird einiges abzudichten sein. Ihr habt's gesehen, da ist der Schelm. Ein Riss im Schlauch, keine Sorge, es brennt nicht. Nein, nein, das ist dann tatsächlich der Rauch aus dem Rauchgastester. In dem Fall, naja gut, das Auto ist auch fast so alt wie ich und das geht eigentlich gar nicht. Und dann wird so ein Schlauch auch schon mal porös und ist dann auch weggerissen. Einfach zu ersetzen und wahrscheinlich dauert die Reparatur genauso lang wie die Diagnose und mit 10 Minuten sind wir dann auch durch. Mit sowas kann man sich Ewigkeiten aufhalten und insofern würde ich sagen, ist das ein richtig guter Helfer in der Werkstatt oder bei euch zu Hause in der Garage, wenn es mal darum geht, zu gucken, wo die Leistung hin ist, könnt ihr euer
Ladeverrohrungssystem damit abdrücken, wenn ihr ein aufgeladenes Auto habt. Ich sag's euch, jede zweite Ansaugbrücke ist undicht und versaut euch die Lambda-Werte und hört auf, die Lambda-Sonden zu tauschen. Stellt eine ordentliche Diagnose, der hilft euch dabei. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Martin.